Rico, Oskar und das Vom Himmel hoch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Andreas Steinhöfel. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Erster Teil. Hey, Jonka, gib mein Ball. Ja, ich will weiterspielen. Jalla, komm, gib Ball. Was? Alter, mein Ball, hast du Probleme? Was? Gib doch jetzt mein Ball. Ey, nur eins. Meine Mutter denkt die ganze Zeit nur noch an ihren Klamottenladen und an das Baby. Aber das ist noch in ihrem Bauch. Der Typ, den sie geheiratet hat, der macht keinen Urlaub mit uns. Und Oskar ist weg. Alter, wer ist Oskar, ja? Mein Freund. Dein Freund, ja? Bist du schwul, hm? Ey, bist du vielleicht? Mein Bauch drückt gegen meinen Puller. Boah, ja, gib mein Ball, ja? So einer hatte mir gerade noch gefehlt. Oskar war mit seinem Vater in den Urlaub gefahren. Wir hatten Ferien und meine einzige Abwechslung in diesem Sommer bestand darin, Mamas Bauch beim Dickerwerden zuzugucken. Und dann dieser Pummel mit Basecap. Dabei sind die türkischen Jungs im Kiez ganz in Ordnung. Zwei- oder dreimal bin ich von welchen doof angemacht worden. Aber der Bühl, mein neuer Vater, meint, die paar Doofen unter ihnen sind bloß Maulhelden, die sich in der Gruppe aufspielen wollen. Allein wären die ganz okay. Ey, stimmt das? Stimmt was? Dass du alleine ganz nett bist. Wer sagt das? Kennst du mich? Aber du oder was? Du kennst einen, der mich kennt, aber den ich nicht kenne? Bist du bekloppt oder was? Tiefbegabt, ich kann nicht so schnell denken. Warte, jetzt weiß ich dich. Ja, und du weißt auch, wo mein Haus wohnt. Alter, red keinen Scheiß. Ah, ja. Ah, du bist dieser Typ, der diese Mr. 3000 gefangen hat. 2000. Ja, da war noch so ein Kleinkind im Fernsehen. So einer mit blauen Sturzhelm auf Kopf. Oskar. Ja, wallah, Alter. Ich durfte wochenlang nicht rausgehen wegen meiner Mutter, weil die so panisch war wegen dieser Blödmann 3000. 2000. Hey, was redest du die ganze Zeit zwischen mich, ja? Ey, hör mal. Wenn ich so groß wäre wie du, würde ich nicht die ganze Zeit dicke Lippe riskieren. Ich bin echt ein friedvoller Mensch, okay? Aber gleich gibt's was auf die Backen, du Zwerg. Okay, okay. Du bist ganz in Ordnung, ja? Ich bin Nuri und du? Rico Doretti. Spielst du Basketball, Rico Doretti? Nein. Komm trotzdem mit auf den Platz, okay? Okay. Wo ist auf einmal dein Akzent hin? Den kann ich ein- und ausschalten, wie ich will. Eigentlich spreche ich voll gut Deutsch. Ich kann sogar Balladen. Ich kann nicht mal Verteidigung. Tor schon gar nicht. Alter, Balladen, Mann. Balladen sind diese langen Gedichte. Der Taucher, der Ring, weißt du nicht? Nein. Walla, Alter, du musst an deiner Integration arbeiten, Mann. Los, komm mit. Komm mir nach, hier. Man erwartet jetzt kein Paradies, wenn man sich so einem Angebertypen an die Fersen heftet. Mann, hier rein, ja? Ey, was ist das? Vor uns ein riesiges, altes, moosbewachsenes Ding. Sah aus wie eine Badewanne, an beiden Seiten abgeschnitten. Das ist eine Halfpipe. Halfpipe? Ja, wo lebst du? Eine Halfpipe für Skater? Noch nie gesehen. Alter, pinnst du den ganzen Tag? Aber geradezu paradiesisch kam es mir vor, als wir durch einen alten Torbogen aus Backstein in einen vergessenen Hinterhof traten. Ganz versteckt lag der. Eine lange Backsteinmauer und kürzere Seitenwände gab es. Nirgendwo gab es Fenster. Niemand konnte einen hier sehen. Sonne und Licht fielen in den Hof. Und mitten in der Sonne und dem Licht kniete ein Mädchen. Sie malte auf dem Asphalt. Rico, das ist Sarah. Hi. Und das ist der Rico, Sarah. Hallo. Das ist schön, was du da machst. Wie lange machst du es denn schon? Seit Ferienanfang. Sind schon 30 Quadratmeter. Cool. Ich bin nicht gut im Schätzen. Mit Quadraten auch nicht. Außer bei Schokolade. Wie groß ist das hier insgesamt? So 15 mal 10 Meter, würde ich sagen. Mhm. Okay. Warum baut hier keiner? Bauplätze sind doch kostbar, oder? Ich glaube, der Besitzer hat den Hof vergessen. Ja, glaube ich auch. Es war, als wären wir nicht mehr in Berlin, sondern ganz woanders, weit weg von der Stadt. Ein hoher, wunderschöner Baum war da. Sein Laub zauberte tausende kleine, flatternde Schatten auf den Boden.
Das zweite Mädchen bemerkte ich erst, als es sich bewegte. Es saß unter dem Baum, tief im Schatten. Das ist meine Schwester Samira. Mit der legst du dich nicht an, ist das klar? Die macht dich fertig. Okay. Hallo, Samira. Ich streckte ihr eine Hand entgegen. Aber sie guckte mich bloß an, als wäre ich ein aus dem Zoo abgehauenes Tier. Sie spricht nicht und sie fasst auch keinen an. Ist das klar? Kann die nicht? Klar kann sie, aber sie will nicht, ja? Mit mir redet sie fast nie, ja? Okay. Und warum auch, ja? Sie ist Mädchen. In Wahrheit liebt er sie, doch er hasst es nur, dass ihn seine Eltern verdonnert haben, auf sie aufzupassen. Und das muss man auch. Er nennt sie der Fluch. Stimmt doch gar nicht. Lass dich nicht von ihr beißen. Wieso trägt sie ein Kopftuch? Was geht dich das an? Meine Mama sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass Frauen von Moslems machen müssen, was ihre Männer wollen. Aber Frau Kessler sagt, das ist genau umgekehrt. Und ein Zeichen von Emmy, von Immigration. Das ist Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Emanzipation. Immigration ist Einwanderung. Alter, das weiß ich. Denkst du, ich bin blöd? Ich hab's Rico gesagt und nicht zu dir, Mister super wichtig. Und ich halte dich nicht für blöd, auch wenn du dich meistens so benimmst. Oh. Wallah, nur weil ich dich leiden kann, lasse ich dich noch am Leben. Ist das klar? Mann. Was heißt Wallah? Wallah heißt, ich schwör. Was schwörst du? Bist du voll dumm oder was? Wallah ist arabisch und heißt, ich schwör. Aber ich schwör ist Asi-Deutsch. Also sag ich's auf Arabisch. Akshu, was ist denn hier los? Hey, endlich essen. Checker, hey. Ey, ja, und das ist Checker, der hat bei uns das Kommando. Okay, okay. Der Junge, der gerade auf den Hof kam, Checker, hey, war so groß wie ich, aber älter. Der durfte bestimmt schon in Filme ab 12. In diesem Moment bohrte sich etwas zwischen meine Finger. Ich guckte runter. Hallo, Rico. Da stand Samira und drückte ihre kleine Hand in meine viel größere. Ich habe einen neuen eingesammelt. Er heißt Rico. Hi. Das ist der, der diesen Kinderentführer geschnappt hat. Letztes Jahr, dieser Mr. 3000. Vor so einen habe ich richtig Respekt. Echt? Du warst das? Ja. Yep. Dann ist ja gut, dass ich noch eine Portion mehr dabei habe. Sonst hättest du die von Nuri gekriegt, oder Nuri? Na klar, Chef. Ja, Leute, ich habe wieder Essen mitgebracht. Hier, Nuri, für dich dein Käsebrot und Gouda, wie immer. Checker holte alles mögliche Gemüse aus seinem Rucksack. Paprika, Karotten, Radieschen, gefolgt von belegten Broten. Hier, Samira, für dich das Spezialbrot. Dabei sah er aus wie ein sorgfältiger und bedächtiger kleiner Junge. Und ich glaube, das war er auch. Rico, was willst du? Salami? Käse? Ein kleiner Junge, der sich Spielkameraden gesucht hatte, die haargenau so groß waren, wie er sich fühlte. Guten Appetit. Guten Appetit. Gut, Samira vielleicht ausgenommen. Die drückte meine Hand gerade noch fester. Viel fester als nötig. Checker! Samira, du! Samira, stopp! Samira, lass mal los! Samira, lass mal los! Samira, stopp! Samira, lass ihn doch los, ja! Was ist denn das? Lass ihn los! Lass doch los! Da hast du aber Glück gehabt, die hätte auch beißen können. Wir breiteten eine Decke auf der Blumenwiese aus, ließen es uns schmecken und erzählten uns voneinander. Und habe ich überlegt, ja, was wird da dahinter sein? Wie der Checker den vergessenen Hof entdeckt hat, als er zufällig an der Backsteinmauer vorbeigegangen ist und neugierig überlegt hat, was sich wohl dahinter verbirgt. Wie die Kinder geschworen haben, niemals jemand anderem von diesem Ort zu erzählen. Außer natürlich Berühmtheiten, die Kindesentführer zur Strecke gebracht haben. Voila. Erst abends im Bett dachte ich über den heutigen Ereignisreichtum nach. Ich habe kein einziges Mal an Dänemark gedacht, wo Oskar mit seinem Vater Urlaub machte. Und kein einziges Mal an das Baby, das Mama bald kriegt. Erst abends also fiel mir eine Frage ein, die ich gar nicht gestellt hatte. Waren diese vier Kinder schon die komplette Gang oder gab es noch mehr? Meine Einschlaffrage beantwortete sich am nächsten Tag von selbst. Es gab tatsächlich ein zusätzliches Kind, ein Mädchen. Sie kam aus irgendwas in Asien, also ihre Mutter, die stammt daher. Hi. Du bist Rico? Ja. Sarah hat mir schon erzählt, dass es Nachwuchs gibt. Das wusste sie doch gar nicht, oder? Was?
dass meine Mutter ein Baby bekommt. Nicht deine Mutter, wir, die Gruppe. Du bist unser Nachwuchs. Ach so. Und du wohnst beim Urban-Krankenhaus? Ja. Da arbeitet eine meiner Tanten. Sie ist Anästhesistin. Was ist das? Narkoseärztin, du bist nicht so besonders schlau, oder? Nein, aber ich habe einen hochbegabten Freund, Oskar. Hochbegabt? Ja, ja. Frag mal in den Kitas und in den Grundschulen. Da ist inzwischen jedes zweite Kind angeblich hochbegabt. Das heißt gar nichts. Ist deine Intelligenz mal gemessen worden? Die von Oskar? Ich weiß nicht. Deine? Ja. Und wie war das Ergebnis? Gerade noch so Durchschnitt. Aber der Psychologe meint, ich hätte bloß einen guten Tag gehabt. Und, hattest du? Ich habe ihm auf den Stuhl gepullert, weil ich Angst vor ihm hatte. Gehst du auf eine normale Schule? Förderzentrum. Verstehe. Und du, wie heißt du? Su-min. 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 Bedeutet das was? Ja, es ist eine Kombination aus Fachkompetenz und hellem Verstand. Okay. Und das ist genau das, was meine Eltern bekommen haben. Mein IQ liegt bei 137. Es klang wie, meine Kuh liegt bei 137. Ich danke meiner eigenen kleinen Fachkompetenz dafür, dass sie mich in dem Moment nicht herausballern ließ, was ich eigentlich sofort fragen wollte. Wo liegt deine Kuh? Die 137 passte nämlich nicht dazu. Außer natürlich in einem Satz wie, meine Kuh liegt bei 137 anderen Kühen. Aber wer besitzt schon mitten in Berlin einen Bauernhof? Ich konnte es kaum erwarten, Oskar Su-min vorzustellen. In Dänemark war es so warm. Wir konnten jeden Tag an den Strand gehen. Okay. Als Oskar aus Dänemark zurückkam, war er braun gebrannt. Und das hieß schon was, weil er ausschließlich Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 90 oder so benutzt. Bestimmt hatte er und Lars, so hieß sein Papa, sich eine große Familienflasche geteilt. Oder auch gleich zwei. Sie hatten viel miteinander geredet, über Vater und Sohn. Aber meistens über den Vater von Lars, also meinen Großvater. Und über Lars als Sohn. Wenn Eltern einen an der Klatsche haben, geben sie das womöglich an ihre Kinder weiter. Das ist so eine Art psychologische DNS. Was ist DNS? Desoxyribonukleinsäure. Das Molekül, das die Erbinformation an uns Menschen trägt. Ach, klar. Mein Opa war zum Beispiel auch so ein Angstschisser wie Lars. Und Lars hat das auf mich übertragen. Aha. Das kann sich über ganze Generationen ziehen. Gut, dass es bei mir viel besser geworden ist. Von besser geworden war Oskar noch meilenweit entfernt. Er war so ein Angstschisser. Wenn wir irgendwo Fritten aßen, wischte er die nagelneuen Plastikgabeln immer mit einem Desinfektionstuch sauber. Wir waren im Tivoli. Was ist das? Ein Vergnügungspark. Es gibt da massenweise Türme und Karussells. Die sind krass schnell. In einem wurde ich 10 Meter hoch und wieder runter katapultiert. Oh. Krass. Also ich hatte keine Angst. Kein einziges Mal. Naja, Lars schon. Ja. Der ist nicht mitgefahren. Aber am coolsten ist das hier. Zeig mal. Oskar lächelte, als er ein Päckchen aus dem Rucksack zog. Er wurde ernst, als er das Päckchen auswickelte. Hat mir Lars geschenkt. Aber er lächelte wieder, als er mir den Inhalt entgegenhielt. Das waren 2 Lächler an einem Tag. Für jemanden, der normalerweise höchstens 3-mal im ganzen Jahr lächelt, ist das echt viel. Eine Schneekugel. Das ist die kleine Meerjungfrau. Schon mal gehört? Kennst du bestimmt. Hans Christian Andersen? Ich guckte in die Kugel rein. Da saß eine nackte Frau auf einem Felsen. Sie guckte sehnsuchtsvoll aus der Kugel raus. Wenn man genau hinschaute, konnte man erkennen, dass ihre Beine in Flossen übergingen. Warum heißt sie Hans Christian? Mandoretti. Hans Christian Andersen heißt der Mann, der das Märchen geschrieben hat. Es ist total berühmt. Die kleine Meerjungfrau, also davon gibt's auch einen Disney-Zeichentrickfilm, aber... Du meinst Ariel? Ja, aber Ariel ist für Weicheier. Das eigentliche Märchen ist total traurig. Das hier ist auf jeden Fall eine Bronzestatue. Die steht schon ganz lange in Kopenhagen auf einem Stein. Ungefähr 1,5 Meter groß. Irgendwann wurde mal ihr Kopf von irgendwelchen Idioten abgeschlagen. Sie wurde schon mit Farbe besprüht, ist runtergefallen ins Wasser. Oh.
Aber die Kopenhagener haben sie immer wieder rausgeholt, haben sie gesäubert und am Ende stand sie immer wieder glänzender Schönheit da. Aber wenn die Kopenhagener so gut auf sie aufpassen, wieso passiert ihr dann ständig was? Ach, sei doch nicht so unromantisch, Rico. Hast du gerade irgendwas mit Romantik? Oskar, bist du verknallt? Ach, Quatsch, dafür bin ich hormonell noch gar nicht ausgestattet. Romantik kann noch bis zur Pubertät warten. Er wickelte die Schneekugel wieder ein. Seine Mundwinkel rutschten nach oben. Er war einfach glücklich. Lass uns auf den Hof gehen. Okay, warte, nicht so schnell. Erst hatte ich mir überlegt, Oskar zum Spielplatz mitzunehmen, ohne ihm zu sagen, was oder wer ihn dort erwartet. Aber ich musste mir nur vorstellen, wie überrumpelt ich mich selbst von so etwas gefühlt hätte, um zu merken, schlechte Idee. Also erzählte ich ihm alles. Oh, Waldmeister ist echt das Beste. Ich finde Schokolade besser. Nee, kein Fall. Waldmeister. Und was sagen deine Eltern zu deinem erweiterten Freundeskreis? Mama und Bühl finden, je mehr Freunde ich habe, umso besser. Ist ja auch klar, da müssen sie sich selbst weniger um mich kümmern. Findest du dich unbekümmert? Mama hat eigentlich fast nur noch den Laden und das Baby im Kopf. Wahrscheinlich bringt sie es dort zur Welt. Also nicht im Kopf, sondern im Laden. Ja, schon klar. Und der Bühl? Ist besorgt um Mama und das Baby. Also? Okay, auch ein bisschen um mich. Kurz gesagt, du denkst, zuerst hätte der Bühl dir deine Mutter weggeschnappt. Und jetzt kriegen die auch noch ein Baby, das dir noch mehr von deiner Mutter wegschnappt? Meinst du? Aber weißt du, wenn jemand Neues dazu kommt, wächst für den einfach neue Liebe dazu. Deswegen muss man auch keine Vorräte davon anlegen. Es ist immer genug davon da. Du musst Geduld haben. Mhm. Oskar hatte gut reden. Dieses Einzelkind. Wegen Geduld und so. 5 Kinder sind ziemlich viel. Mhm. Mein Problem ist, dass ich mit anderen Menschen oft wenig Geduld habe. Mhm. Da ist meine soziale Kompetenz leider etwas eingeschränkt. Was bedeutet das? Dass schon rein statistisch betrachtet mindestens eins der Kinder vom Hof nicht mit mir klarkommen dürfte. Aha. Oder du nicht mit ihm. Ach, weißt du, ich bin anpassungsfähig. Hier geht's rein. Ui, das ist ja echt ein Versteck. Warte, nicht so schnell. Oskar hatte nicht umsonst keine echten Freunde außer mir. Und selbst wir beide hatten lange gebraucht, bis wir miteinander auskamen. Das hatte auch an mir gelegen. Man lernt nicht jeden Tag ein Kind mit Bingo-Kugeln im Kopf kennen. Aber man lernt auch nicht jeden Tag jemanden kennen, der ständig Angst hat, etwas könnte auf ihn drauffallen. Oskar, das ist Sarah. Hallo. Und Sarah, das ist Oskar. Hi. Und Sumin. Hallo. Hi. Wo ist der Checker? Ja, der musste kurz weg. Hier, Oskar, ich hab was für dich. Danke. Ich hatte schon befürchtet, Sumin würde mit ihren Kühen bei 137 loslegen. Aber sie gab Oskar ein Schweinchen aus schimmerndem Metall. In Korea steht das Schwein für Gesundheit und ein langes Leben. Nein, eigentlich für Glück, Reichtum und Fruchtbarkeit. Nicht schlecht. Danke. Darf ich den kleinen Unpaarhufer behalten? Selbstverständlich sollst du ihn behalten, aber Schweine sind Paarhufer. Nicht schlecht. Da hinten, das ist meine Schwester Samira, ja? Wenn du die anfasst, dann bist du tot, okay? Muri. Oskar betäubt Samira bestimmt nicht. Dazu fehlt ihm noch die hormonelle Ausstattung. Aber falls deine Schwester mich trotzdem erledigt, dann mache ich ihr das hier. Wow. Pistazien, Walla, Freund, woher weißt du? Kann ich auch bis dahin, wenn er auskommen, leben bleibt? Kann ich auch bis dahin, wenn er auskommen, leben bleibt? Ja, ja. Was will sie denn? Armer Oskar. Sie fragt, ob wir die Pistazien auch kriegen, wenn du dann halt noch am Leben bleibst, ne? Ja, so war das eigentlich auch gedacht. Wie heißt denn? 3 Minuten später kam endlich der Checker. Und er kam nicht allein. Er hatte etwas Dunkles unter den Arm geklemmt, von dem ich erst dachte, es wäre ein neuer Ball. Sieh mal, was ich hier gefunden habe. Der Kerl schnippelt hier immer rum. Ey, der Lavotny. Den kennst du? Los, sag's ihn.
Vor ein paar Tagen habe ich Rico zufällig gesehen und ihn verfolgt hierher. Boah, Checker, lass ihn los! Kann ich mitmachen? Woher kennt ihr euch? Na, aus der Schule. Rico, ist er nett? Also, im Förderzentrum war der Lavotny manchmal ein Angstmacher und übler Schläger. Auch wenn er sich immer nur mit den Größeren und Älteren prügelt. Aber in der letzten Zeit sowieso nicht mehr. Wer bei uns mitmacht, muss sich an unsere Regeln halten. Mach ich. Erstens fliegt hier kein Müll rum. Alles wird eingesammelt, mitgenommen und in einen Mülleimer von der BSR geworfen. Weißt du, was die BSR ist? Nein. Doch, eine Abkürzung. Genau. Ja, aber welche, du Hirnbremse? BSR, was heißt das? BSR? BSR, drei Buchstaben, ja? Drei Buchstaben heißt aber abgekürzt DBS, nicht BSR. Allah, gib mir Kraft! BSR ist die Müllabfuhr, Alter! Die Berliner Stadtreinigung, weißt du nicht? Wenn deine BSR sowieso die Stadt reinigt, kann man den Müll doch auch gleich liegen lassen. Oh Mann! Zweitens, wenn du Süßigkeiten oder Essen, anderes Essen, Trinken dabei hast, dann kriegen alle was davon ab. Verstanden? Verstanden. Gut, hast du was dabei? Nö. Oh Mann. Schade. Ich kenne den Lavotny. Er ist ähnlich verfressen wie ich und hat immer was in den Taschen. Drittens, es wird nichts von diesem Hof oder von uns weitererzählt. Ist das klar? Klar. So, und jetzt du. Oskar, richtig? Ja, und ich habe auch alles verstanden. Darf ich was fragen? Klar. Wer hat die Regeln aufgestellt? Du allein oder ihr zusammen? Ich meine, gibt es eine vierte Regel, die besagt, dass alles gemeinsam entschieden wird? Oh, hatte ich vergessen. Klar gibt's die. Wir haben uns die Regeln zusammen ausgedacht und zusammen darüber abgestimmt. Einstimmig. Gut, das ist gut. Sonst wäre ich nämlich jetzt nach Hause gegangen. Na dann, sind alle einverstanden, dass der Lavotny und Oskar bei uns bleiben? Ja, einverstanden. Ja, voll cool, ja. Klar. Ich hob sofort die Hand. Alle anderen auch, sogar Samira. Einverstanden. Das war ein guter Tag. Unsere Mannschaft war komplett. 8 Freunde. Wir würden fantastische Zeiten miteinander verbringen. Nichts und niemand konnte uns trennen. Das dachten wir damals. Porsche, na komm. Komm her. Ja, fein. Fein. Na? Natürlich trafen wir uns nicht jeden Tag, jedenfalls nicht immer alle zusammen. Oskar blieb gern mal zu Hause in der Tiefe, um zu lesen. Sarah kam und ging, wie es ihr passt, und So Min richtete sich nach Sarah. Nuri kurft mit Samira im Kiez herum, wo sie in jedem zweiten Kiosk und in jedem dritten Dönerladen Freunde oder Verwandtschaft hatten. Der Checker kam manchmal nur für eine halbe Stunde, ohne zu erzählen, wohin er anschließend geht, und der Lavotny hat häufig einfach bloß den Weg nicht gefunden. Trotzdem blieb für uns alle der vergessene Hof in der Urbanstraße unsere liebste Anlaufstelle. Und Oskar kam viel besser mit allen klar, als ich gedacht hatte. Nur dem Checker und So Min gegenüber blieb er skeptisch. Ach, beim Checker fragt man sich schon, warum so ein Großer sich mit so vielen Kleinen umgibt. Ja, vielleicht, weil im großen Checker innen drin ein ganz kleiner ist. Ich glaube eher, dass er ein paar Kleine rumkommandieren will. Und Su Min wartet die ganze Zeit nur auf eine Gelegenheit, mich fertig zu machen. Oh, ihre Mutter hat ihr einfach eingeredet, dass sie hochbegabt ist. Oh. Herrlich. Wir gingen häufig zum Urbanhafen und nahmen Porsche mit. Wir lagen faul in der Sonne, guckten aufs Wasser und in die leise rauschenden Zweige der schönen Weidenbäume. Rico? Ja? Wie findest du eigentlich Sarah? Cool. Und du? Ja, ich auch. So viel zur Hormonausstattung und zur Romantik erst ab der Pubertät. Porsche, komm her. Na? Ja, fein. Ja, komm her. Na? Dann kam der Tag, an dem Oskar seine Schneekugeln mit der Meerjungfrau drin anschleppte. Der Sommer ging da schon dem Ende entgegen. An dem Tag aber war es noch einigermaßen warm. Alle waren da.
Oskar und Sarah hatten sich ausgedacht, dass sie die kleine Meerjungfrau auf den Hof malen wollten. So groß und naturgetreu wie möglich. Zusätzlich zu seiner Schneekugel brachte Oskar deshalb noch Reiseprospekte von Dänemark mit. Da waren Fotos von der echten Statue drin. Alle bewunderten die Kugel. Nur Nuri nicht. Wow, ist die ja, schön. Ja, finde ich auch. Voll besonders. So eine coole Statue. Eine Kugel hätte ich auch gern. Oskar, würdest du mir die vielleicht schenken? Falls ich nochmal nach Dänemark fahre, kann ich dir eine mitbringen. Oh, Alter. Wirklich? Sarah, Oskar, weil ihr seid doch die Meerjungfrau, wie sie auf ihrem Felsen sitzt. Wow, und wir anderen malen rund um Wasser und Wellen in verschiedenen blauen Kugeln. Wenn hier eine Nackte auf diesem Hof rumsitzt, komme ich nicht mehr, ja? Samila muss das auch nicht sehen. Bleib mal ruhig, alles locker. Voll peinlich, Alter. Ja, chill mal. Ein bisschen Seetang vielleicht. Mach mal die Wellen ein bisschen stärker. Ja, okay. Und so stark sind die in der Ostsee. Sarah, mach du mal den Schwanz ein bisschen genauer, bitte, ja? Da Botten. Hm? Malst du nicht mit? Nein, ich habe Angst vor dem Meer. Da sind Haie drin. Oh Mann, das ist doch nur ein gemaltes Meer. Dann sind es eben gemalte Haie. Lavotny. Lavotny, ey, du Dummkopf. Aber das ist die Ostsee, Lavotny. In der Ostsee gibt es keine Haie. Wirklich? Falsch. Es gibt dort sogar viele Haie. Über 30 Arten. Ha, aber sie sind völlig harmlos und winzig klein. Gut, dann nehme ich dunkelblau. Sumin guckte absichtlich so an Oskar vorbei, dass man wusste, er soll merken, dass sie ihn missachten will. Mach mal ein bisschen mehr Wellen. Ja, chill mal. Wir malten alle sehr konzentriert. Das Meer war schon richtig groß geworden, aus verschiedenen Blaus und Grüns. Und die Meerjungfrau entstand aus einer Mischung aus Gelb, Orange und Rot, weil es keine goldene Kreide gibt. Will man was essen? Eine halbe Stunde später verteilte der Checker das Essen. Ich fand ihn toll in seiner Kümmerigkeit. So Leute, ich habe wie immer Brot dabei. Wobei ich habe auch diesmal zum Beispiel hier auch Kekse. Also ein bisschen statt Paprika und so habe ich diesmal Bananen. Und da, der Gouda, der schmeckt. Ja, yeah, okay. Ja, voll gut, danke. Checker. Gibt's auch ein Brot mit Wurst? Dass du so viel Essen mitbringst, ist großartig. Aber in letzter Zeit ist es immer Weißmehl. Mhm. Ja, die Kekse. Könntest du nicht deiner Mutter sagen, sie soll wieder Vollkornbrot kaufen und etwas mehr Gemüse dazu packen, so wie sonst? Also es muss ja nicht gleich vom Bio-Bäcker sein. Willst du mich verarschen? Soll ich dich schlagen oder was? Willst du mit dem Beef? Kannst jederzeit selber Checker, was mitbringen. Bleib mal ruhig. Bio oder nicht, ist mir egal. Wenn du es unbedingt alles brauchst, locker. Bio. Bring Bio mit. Aber mehr kann ich rum über Sachen, die Geschichte hat, verstanden? Komm, Checker. Ja, du hast ja recht. Bitte entschuldige. Kommt nicht wieder vor, wirklich. Ist doch okay, alles gut. Ja, schon okay. Abends, als Oskar zu Hause die Schneekugel aus seinem Rucksack holen wollte, war sie verschwunden. Das erzählte er am nächsten Tag auch gleich den anderen im Hof. Verschwunden? Im Ernst? Ja, geklaut. Einfach weg. Oh, das kann nicht sein. Ich hatte den Rucksack die ganze Zeit zu, auch auf dem Rückweg. Das heißt, sie muss hier geklaut worden sein. Nur hier. Das heißt, es muss einer von euch gewesen sein. Und ich hätte meine Kugel bitte, bitte, bitte gerne wieder. Also, will einer was sagen? Ja, und was mit Taschendieben? Ja, was soll mit Taschendieben sein? Die sind unheimlich geschickt, auch mit geschlossenen Taschen, ohne dass man was merkt. Falls dir gestern jemand auf den Heimweg hinterhergeschlichen ist, da war aber keiner. Wir sind ja zusammengegangen und mir ist nichts Komisches aufgefallen. Außerdem hat er seinen Rucksack am Griff getragen. Ja, stimmt. Vielleicht behauptet Oskar ja nur, dass die Kugel geklaut worden ist. Und in Wirklichkeit war er es selber, um den Verdacht von sich abzulenken. Ja. Genau. Ach ja, warum sollte ich sowas tun? So doof bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß jedenfalls nicht. Ich brauche keine so eine Wasserkugel. Ich habe Angst vorm Wasser. Das ist halt so ein totaler Blödsinn. Wieso? Der Lavotny hat doch recht. Hä? Du behauptest, einer von uns wäre ein Dieb. Das fühlt sich alles andere als schön an. Genau. Ja, aber du könntest es genauso gut selber gewesen sein. Okay, nochmal. Warum sollte ich so etwas tun? Weil du es zum Beispiel nicht aus, als wenn du nicht im Mittelpunkt stehst. Oh, ganz reicht. Genau. Walla, Leute, lasst mal los. Ich gehe und ich werde euch nie wiedersehen. Einer von euch ist ein mieser Dieb. Das Misstrauen wird euch auffressen und das wird eure Gruppe zerstören. Rico, kommst du mit? Naja. Komm schon.
Ich weiß nicht. Mir war ganz schlecht. Ich wollte doch meine neuen Freunde nicht gleich wieder verlassen. Denn auch wenn einer von ihnen ein Dieb war, waren doch vier von ihnen unschuldig. Oskar wollte ich aber genauso wenig allein lassen. Er ist doch mein bester Freund. Danach kommt erstmal kilometerlang gar nichts. Die Entscheidung tat weh. Aber sie fiel eindeutig. Klar komme ich mit. Ja, dann geh doch! Rico, Oskar! Ja, bleib stehen! Auf dem Nachhauseweg hatte Oskar einen Wahnsinnszahn drauf. Irgendwann hatte er sich die Traurigkeit aus dem Leib gelaufen und stattdessen Zorn in sich reingestampft. So ein einfacher Diebstahl muss doch zu lösen sein. Jedes Verbrechen hat ein Motiv. Am schlechtesten ist pure Habgier. Die kann jeder haben, ohne dass man es merkt. Gibt es auch Habgier nach einer Schneekugel? Ich meine, es ist ja wirklich schön und alles. Aber wer kann damit was anfangen? Na, also lass mal überlegen. Dich schließe ich aus, weil du mein Freund bist. Nuri fand die nackte Meerjungfrau schweinisch. Stimmt. Also hat er sie vielleicht geklaut, um sie zu vernichten. Das könnte wirklich und sein. Samira könnte mir einfach auch eins auswischen wollen. Genauso wie sie einen sonst tritt oder beißt. Und was ist mit Sarah? Sarah könnte sie genommen haben, weil sie gern selber so eine Kugel hätte. Hat sie ja gesagt. Sumin war stinkig, weil ich mehr über Ostseehaie wusste als sie. Und der Checker war sauer, weil ich auf seinen Gemüsemangel aufmerksam gemacht habe. Und aufs Weißmehl. Ja, das auch noch. Damit hätten schon mal 5 Leute ein Motiv. Nur für den Lavotny fällt mir keins ein. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der überhaupt mitgekriegt hat, was passiert ist. Aber vielleicht hat er den Verdacht... absichtlich auf mich gelenkt? Ja, habe ich auch schon überlegt. Er kennt mich eben nicht. Die kennen mich alle nicht. Als ob ich Leute belügen würde, oder? Ich wünschte, er hätte das Oder und das Fragezeichen weggelassen. Oskar war zwar kein richtiger Lügner, aber er hatte schon mal gelogen. Und er wusste, dass ich das wusste. Du sagst nichts? Ach, großartig. Jetzt verdächtigt mich also noch mein bester Freund. Tu ich gar nicht. Ich habe nur daran gedacht, wie du mich früher manipuliert hast. Na und? Das war früher. Und so hast du wenigstens mal ein gescheites Fremdwort gelernt. Jetzt ist aber gut. Ich stehe die ganze Zeit hinter dir, sonst wäre ich ja nicht mitgegangen. Also sei gefälligst nicht doof zu mir. Du kannst dir aussuchen, mit wem du lieber Zeit verbringst. Es ist völlig okay, wenn du weiter mit den anderen abhängst. Aber ich gehe da nicht mehr hin. Nie wieder! Hey! Bursche! Komm her! Na? Ja, komm her! Na? Die Herbstferien kamen und gingen. Ohne dass ich meine neuen Freunde noch einmal getroffen hätte. Noch 2-3 Mal ging ich auf den vergessenen Hof. Bei meinem letzten Besuch nahm ich Porsche mit. Niemand war da. Die Blätter vom schönen hohen Baum hatten sich inzwischen rostrot, orange und gelb gefärbt. Ich wartete 1 Stunde im Regen. Ich an Porsche gekuschelt und er an mich. Aber wir blieben allein. Es war, als hätte es unseren schönen Sommer nie gegeben. Und dann hatten wir schon Dezember und es schneite pausenlos, fast 1 Woche lang Tag und Nacht. In den Straßen türmte sich der Schnee und die Luft über Berlin war so weiß, als würden 1000 Engel Milch über der Welt ausschütten. Oder als wäre der ganze Himmel eine einzige riesige Bingo-Trommel mit Milliarden weißer Kugeln drin. Jedenfalls konnte ich kaum den Blick abwenden. Oh, wie schön das hier ist. Und? Willst du auch Weihnachtsgeschenke kaufen gehen? Ja, für mein Geschwisterbaby. Aber es ist doch noch gar nicht auf der Welt. Das Geschenk funktioniert auch nur, solange das Baby noch in Mamas Bauch ist. Klingt ja geheimnisvoll. Und du kaufst auch was für deinen Papa? Ja, und für seinen Freund Otto. Der kommt uns über Weihnachten besuchen. Mit seiner Freundin Anna. Und was kaufst du? Weiß ich noch nicht. Was zum Anziehen vielleicht? Dieser Sturm, der heute kommen soll, was meinst du, wie schlimm der wird? Die Vorhersagen sagen was Unterschiedliches.
Es wird auf jeden Fall ein richtig heftiger Sturm. Womöglich sogar ein Orkan. 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 Ist ein Orkan schlimm? Nicht, wenn man zu Hause bleibt. Aha. Aus dem Fenster der kuscheligen, sicheren Wohnung raus war so ein Orkan bestimmt toll anzusehen. Jetzt freute ich mich noch mehr auf die Bescherung und den Abend mit Mama und dem Bühl. Die 1 an die 47, bitte. Die 1 mal bitte zur 47. Oh, schön warm hier. Fast stickig. Rico, bevor wir weitergehen, wollte ich dir noch was sagen. Kannst du erstmal allein los? Ich muss noch schnell runter zu Frau Darling was essen. Ja, okay. Ich gehe zu den Männerklamotten im Ersten. Das wird dauern, also wer zuerst fertig ist, wartet hier bei den Rolltreppen, okay? Okay. Der Lebensmittelmarkt vom Karstadt am Hermannplatz ist im Untergeschoss, also sozusagen im Keller. Das klingt schlimmer, als es eigentlich ist. Der einzige gruselige Keller, den ich kenne, ist in der Diefe 93. Aber im Karstadt-Keller ist alles hell erleuchtet. Es riecht gut und man ist umgeben von nahrhaften Dingen. Hallo Frau Darling. Ah, hallo Rico, das ist ja schön, dass du mal vorbeikommst und deine alte Freundin besuchst. Bist du alleine? Nein, Oskar sucht noch was für seinen Vater und für den dicken Otto. Und ich brauche auch noch was. Du hast sicher Hunger, ne? Ja. Ich mach dir mal schnell was, aber zum Plauschen bleibt wenig Zeit. Siehst du ja, wir haben hier noch ordentlich Kundschaft. Ja, stimmt. Was darf's denn sein? Bulette und Schrippe? Mhm. Eine Gurke dazu? Mhm. Warte. Bestimmt gab es das zu essen, wenn man tot war und in den Himmel kam. Und zwar gleich am Eingang. Plus Currywurst mit Fritten rot-weiß. Müssen Sie die Sachen eigentlich bezahlen, wenn Sie sie mir geben? Wo denkst du hin? Wir kriegen hier kleine Vergünstigungen, aber die spare ich meist für dich auf. Weißt ja, seit Ludger und ich, naja, wir essen ja kaum noch Fleisch. Der Ludger ist der Herr von Scherten. Der hat mit der Frau Darling eine hormonell voll ausgestattete Romantik. Also der Ludger ist kein regelrechter Vegetarier, aber wir essen nicht mehr viel Fleisch, der Ludger und ich. Das liegt so schwer im Magen. Weihnachtsgans auch nicht? Oh nein, wo denkst du hin? Heute Abend gibt es Bockwurst mit Kartoffelsalat. 2 Stündchen habe ich noch. Schneit's draußen noch? Wie verrückt. Oskar sagt, vielleicht gibt es einen Orkan. Ja, ich weiß. Ich hoffe mal, Ludger macht sich rechtzeitig auf den Weg zu mir. Hab ihn extra noch mal angerufen. Aber er ist ja so eigensinnig. Wir wollen noch in aller Ruhe Sissi schauen, weißt du? Ist das die Geschichte mit dem sterbenden Arzt zum Schluss? Nein, das ist Dr. Chivago. Die mit der brennenden Stadt? Das ist von Winde verweht. Sissi ist eine österreichische Kaiserin. Sissi, Bulette, muss wieder ran, Schätzchen. Ja, sofort, komm. Wir sehen uns über die Feiertage, ja? Klar. Tschüss, Ricolein. Danke fürs Essen. Ein paar Minuten und 4 Rolltreppen später stand ich in der Sportabteilung im Dritten. Guten Tag, ich möchte einen Schwimmreifen kaufen. Ein Schwimmreifen fürs Hallenbad? Sind die anders als fürs Freibad? Nein, also fürs Freibad, für den Sommer, ja? Nein, für jetzt, für ein Baby. Für ein Baby? Dann soll es bestimmt ein kleiner Schwimmreifen sein, richtig? Ja, den kleinsten, den es gibt. Schau mal, wie alt ist denn das Kind? Momentan noch gar nicht. Es schwimmt noch im Obstwasser. Entschuldigung? Das Baby ist mein Bruder oder meine Schwester. Es ist noch in meiner Mutter, im Bauch. Da kommt es erst in 3 Wochen oder so raus. Okay, und dann willst du gleich mit ihm ins Schwimmbad gehen, ja? Gleich, wenn es da ist. Weißt du was? Babys, die können ganz gut allein schwimmen, ganz ohne Hilfsmittel. Und sobald sie auf die Welt gekommen sind, sind sie... Es ist aber gar nicht dafür, wenn es auf die Welt gekommen ist. Es braucht den Schwimmreifen jetzt. Wozu denn? Ja, für die Geburt. Seit Mama mir erzählt hatte, dass sie schwanger ist, habe ich mir 1000-mal vorgestellt, wie so eine Schwangerschaft für ein nagelneues Baby aussieht. Zuerst sitzt es schön gemütlich auf einem kleinen Floß im Bauch, mit ordentlich Platz überall, und es guckt über ein großes Meer. Vom blauen Himmel hängt eine Art Leitung herunter. Das ist die Nabelschnur, da kommt der Mutterkuchen durch. Je größer das Baby wird, umso enger wird es im Bauch. Deshalb will das Baby da raus. Also springt es vom Floß in das große Obstwasser und da von dort aus... Obstwasser, ich hau mich weg. Du meinst bestimmt Fruchtwasser, weil Obstwasser, das ist Alkohol. Aber meine Mama trinkt doch gar keinen Alkohol. Das wäre doch schädlich für das Kind. Ja, gut, das ist jetzt ja auch egal. Also, du brauchst einen Schwimmreifen, um... Für was nochmal genau? Ja, für die letzten Meter bis zu seiner Geburt. Oder haben Sie schon mal ein Kind auf einem Floß aus dem Mutterleib kommen sehen?
Nein, aber ich habe auch noch keins in einem Schwimmreifen gesehen. Ja, den Schwimmreifen gibt das Baby natürlich am Ausgang ab. Mhm. Haben Sie welche mit Weihnachtsmuster? Ich kann dir zeigen, was wir da haben. Aber mit Weihnachtsmotiven, das sollte mich wundern. Schwimmreifen ist ja mehr so ein Sommerdings. Ja, mein Bruder oder meine Schwester aber nicht. Das wird ein Winterkind. Komm, ich schau noch mal hier. Der Verkäufer war ein bisschen schwer von Begriff, aber doch ganz nett. Ich nahm einen hellgelben Reifen mit dunkelgrünen, niedlichen kleinen Fröschen drauf und wollte weitergehen. Kam aber nicht bis zur Männerabteilung, wo Oskar was für seinen Papa besorgen wollte. Das lag daran, dass er inzwischen in der Frauenabteilung unterwegs war. Ich entdeckte ihn von der Rolltreppe aus beim Runterfahren. Und wenn er mich gesehen hätte, als ich ihm zugewinkt habe, wäre womöglich an diesem Tag alles anders gekommen. Aber Oskar hat mich nicht gesehen. Er hat etwas vom Tisch genommen und ist damit schnell zur Kasse gegangen. Es war ein Tisch mit Unterwäsche, Schlüpfern und T-Shirts. Ausschließlich für Frauen. Hast du was für deinen Papa gefunden? Ja, ein schönes T-Shirt. Am liebsten hätte ich gesagt, ach, dann ist die Damenunterwäsche wohl für den dicken Otto oder was. Für einen Augenblick stellte ich mir Otto in einem hübschen weißen Schlüpfer vor. Darf ich es mal sehen? Er ist schon verpackt. Was meinst du, ist der Wind schon heftiger als vorhin? Kann das sein. Kann echt ungemütlich werden. Wie du meinst? Der bisher stärkste Sturm in Deutschland war 335 Stundenkilometer schnell. Wahnsinn, wow. Oder? Ja. Wurde auf der Zugspitze gemessen. Ja, Oskar, an der Zugspitze. Hm? Mann, Rico Doretti, die Zugspitze ist nicht die Nase von einer Lokomotive. Sondern? Ja, der höchste Berg von Deutschland. Aha. Da lag auch mal der meiste Schnee. Über 8 Meter hoch. Wow. 8 Meter! Oskar sah aus wie ein ziemlich kleiner Junge, der sich durch einen ziemlich großen Schneesturm kämpfte. Er verfolgte also mal wieder eigene Pläne. Eigentlich hätte ich auf der Stelle fragen sollen, was er mit der Damenunterwäsche vorhatte und wieso er sie mir verheimlichte. Und noch eigentlicher hätte ich als sein bester Freund sowieso beleidigt sein sollen, weil er mir nicht vertraute. Hallo! Ist da jemand? Hallo! Bei unserer Rückkehr in die Diefe 93 erwartete uns ein unerwarteter Anblick. Ist da jemand? Da lag ein gigantischer Weihnachtsbaum auf der Treppe. Und er konnte auch noch reden. Das ist der Bühl. Den hat's aber erwischt. Komm mal nicht raus. Hallo? Hörst du mich? Hey, Rico. Du, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Linke Schulter, ich kann sie nicht bewegen. Die rechte auch nicht. Auf der lege ich drauf. Eine kleine hämische Stimme in mir sagte, dass es dem Bühl ganz recht geschah. Hätte er mich zum Weihnachtsbaumkauf mitgenommen, wie verabredet, wäre ihm bestimmt nichts passiert. Eine andere, größere Stimme sagte, dass man nicht hämisch sein sollte, wenn jemand ausgerechnet am Heiligabend unter einer Tanne feststeckte. Ich dachte, die Tanne passiert durch, aber dann bin ich abgerutscht und rückwärts. Oh Gott, so ein Mist. Hätte es nicht auch ein kleinerer Baum getan? Es ist doch unser erstes gemeinsames Weihnachten. Als richtige Familie, verstehst du? Das sollte es was Besonderes sein, dachte ich. Ich hole meinen Vater, der kann helfen. Warte, Oskar, ich komm mit. Hey! Rico, was ist denn los? Ricos Stiefvater liegt unten im Hausflur. Er ist unter einem riesigen Weihnachtsbaum festgeklemmt. Tanne oder Fichte? Echte Tanne. Die Nadeln sind nicht spitz und sie haben 2 Wachsstreifen an der Unterseite. Mhm. Also ganz sicher keine Fichte. Ja, es gibt giftige Tannen, habe ich im Fernsehen gesehen. Das sind Eiben. Anna und Otto waren schon eingetrudelt. Und ich fand Anna sofort sympathisch. Das Gift der Eiben heißt Taxin und es ist lebensgefährlich für Menschen und Tiere. Taxin? Woher weißt du das? TFA. Hä? Bevor ich fragen konnte, was TFA bedeutet, redete Anna auch schon weiter. So, was ist jetzt? Helfen oder nicht? Wenn wir noch lange beratschlagen, dann braucht sie nämlich kein Gift. Dann stirbt Ricos Vater an Unterkühlung. Oh, okay, los. Ja. Los geht's. Los geht's. Ich hol kurz noch was. Nein. Was? Jetzt mit. Die Bergung vom Bühl unterm Baum war kein so großer Akt. Der größere sollte gleich darauf folgen. Rico. Ja? Du, Rico,
Ich bin auch jetzt verletzt. Ja, aber es ist doch nur eine Zerrung. Und überhaupt gar kein Grund, jetzt mit Kinderarbeit anzufangen. Nun sei doch nicht so, Rico-Mäuschen. Meine Mama lag schlaff auf dem Sofa. Ich bin das Schätzchen. Das Baby ist das Mäuschen. Oh Gott, ja, stimmt. Entschuldige bitte, mein Schätzchen. Ich bin gerade so verträumt. Da habe ich euch verwechselt. Du, der Baum muss geschmückt werden. Ja. Ich weiß, das war als Teamwork gedacht. Aber ich krieg das nicht hin. Du, das tut alles weh hier, obenrum. Ja? Och, Rico. Ja, es tut mir leid. Das war doch mal eine nette Überraschung. Naja, wenn's sein muss, wo ist denn der Christbaumschmuck? Genau. Den müsstest du noch aus dem Keller holen. Verdammt, reingefallen. Ja. Verdoppeldammt. Der Keller ist nämlich der gruseligste Teil der Tiefe 93. Schon auf den wenigen Stufen runter fühlt es sich an, als würde man gleich ein altes, muffig riechendes Verlies betreten. Also Augen zu und durch. Na komm, Porsche, geh vor. Du bist doch ein Hund. Du brauchst doch keine Angst haben. Ach, ja. Wir waren noch gar nicht richtig bei unserem Verschlag angekommen, als ich bemerkte, dass irgendwas anders war als beim letzten Mal. An unserem Verschlag lag es nicht. Da war noch alles an Ort und Stelle. Die leeren Koffer und Rucksäcke, Mamas plattes Fahrrad, die Regale voller Kisten und Kästen. Dann sah ich, was anders war. Vor dem Verschlag von Oskar und Lars hing eine krumpelige, blutrote Wolldecke. Seltsam. Als ob sie irgendwas zu verbergen hätten. Porsche, nimm dich raus hier. Der Bühl hat später behauptet, ich hätte unseren Baum absichtlich so bescheuert geschmückt, dass er trotz seinen schweren Verletzungen doch noch helfen musste. Aber das war ungerecht und hat mich total sauer gemacht. Ich habe über eine Stunde lang sehr konzentriert und sorgfältig gearbeitet und schon waren 7 Zweige fertig geschmückt. Leider war der Schmuck damit schon aufgebraucht, weil er komplett an diesen 7 Zweigen hing. Das viele Gewicht zog sie tief nach unten. Dabei waren noch nicht mal Kerzen dran. In dem Moment kam Irina. Dieser Wind, diese Schnee. Sie hatte sich mit ihrem Sebastian gezofft. Rico. Hallo, Irina. Was hast du gemacht mit deinen Haaren? Sehen aus wie Nest von, wie heißt dieser schwarze Kackvogel, wo immer Enten frisst, weg Brot am Teich. Wie heißt, Krähe. Ach so, Krähe. Wo ist deine Mutter? Seid ihr schon beschert? Irina. Wobei, ist egal. Bin ich runter mit den Nerven, brauche ich Ratschläge. Mama schläft noch. Muss leider wecken. Der Malutka wird verkraften. Malutka ist russisch für Kleines, glaube ich. Irina, du, wir haben versucht, dich zu erreichen. Hallo, Simon. Was ist denn? Der Schwein. Hat er mich abgesetzt unten vor Tür mit der Koffer und all der Essen für die Ferienwohnung und ist weitergefahren zu seiner Mutter. Ach, Sebastian. Schwein! Denkt er, ich hätte nicht woanders schön feiern können, als in seine beknackte Ostsee, ja? Komm, das... Du weißt doch, wie das... Das wird schon wieder. Hey, was hast du gemacht mit der Baum, Simon? Bitte, der ist mir doch gelungen. Du musst den Schmuck besser verteilen. Der ist doch schön. Ach ja, Rico, ich habe gesehen, deine Freundin, Frau Darling, im Treppenhaus, sie hat gesagt, dass ihr Mann ist noch nicht da. Und wenn der verschwindet in Schneesturm, ist sie schließlich deine Freundin, dann kriegt sie wieder dieses blaue Gefühl. Graue Gefühl. Blau, grau, schwarz. Alles zu dunkel für ein Leben. Gib ihr einen schönen Gruß. Ach, Rico, komm her, mein Held. Frau Darling empfing mich ungefähr wie ein Ertrinkender ein Rettungsboot empfängt. Normalerweise kommt sie tagelang gut ohne Herr von Scherten klar. Aber heute... Oh, Rico, schön, dass du da bist. Komm rein. Du, der geht nicht mehr ans Telefon. Wer? Nicht ans Feste und nicht ans Mobile, na Lutka. So. Aber das bedeutet doch wohl, er ist auf dem Weg hierher, oder? Sag mal was, du bist doch Detektiv. Bestimmt ist er auf dem Weg. Bei diesem Sturm. Ob ihm auch wirklich nichts zugestoßen ist. Was schenken Sie ihm denn?
Ach, nur eine Kleinigkeit. Man hat ja schon alles. Oh, Frau Darling. Wann wollte er denn hier sein? Vor einer Viertelstunde. Ja, bei so einem schlechten Wetter braucht man doch viel, viel länger. Der kommt nach. Und dann haben sie es richtig schön. Mit Müffelchen und allem drum und dran. Ach Junge, ich bin ja so unaufmerksam. Magst du einfach Müffelchen? Und ob ich wollte. Als ich wieder raufkam, schmückte der Bühl immer noch am Baum herum und blinzelte mir vom Baum aus zu. Ich wäre gern immer noch sauer auf ihn gewesen, aber er hatte die Baumschmückpleite auf sich genommen. In meinem Zimmer im 5. verpackte ich den Schwimmreifen für das Baby in schönes Papier. Danach kuschelte ich mit Porsche. Gemeinsam lauschten wir dem brausenden Wintersturm vor den Fenstern, bis es klingelte. Ich dachte erst, es ist der von Scherten, der seinen Schlüssel vergessen hatte. Aber dann dachte ich, falsch, das wird Sebastian sein, weil Irina in ihrer Wut an der Ostsee alles eingepackt und mitgenommen hat. Darunter Sebastians Wohnungsschlüssel und Zahnbürste. Es war aber weder von Scherten noch Sebastian. Checker? Sumin? Hallo. Woher bist denn du? Ja, hallo. Das ist Porsche. Ja, du bist ja feiner. Dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Wir müssen dringend mit dir reden.